wenn wir die Rahmenbedingungen, die wir hier in Berlin haben, berücksichtigen. Also wir sind eine große Stadt. Deswegen zum Beispiel haben wir auch die Leitlinien für Suchtprävention entwickelt vor einigen Jahren, damit wir so eine gemeinsame Haltung haben, auf die wir zurückgreifen können. Deshalb haben wir in Berlin auch alle 2 Jahre die epidemiologische Suchtsurvey, wo die Konsumzahlen für Berlin erhoben werden. Und darauf basiert entstehen auch neue Zielgruppen und neue Präventionsbedarfe. In so einer großen Stadt wie Berlin braucht es enge Abstimmung zwischen den verschiedenen Akteuren, den Bezirken, den Senatsressorts und der Fachstelle selbst. Wir stellen gemeinsam eine Jahresplanung auf für die Suchtprävention in Berlin und reagieren natürlich auch auf Bedarfe, die ad hoc entstehen. Wenn erstens zielorientiert und zweitens evidenzbasiert und drittens dialogisch und kooperativ gearbeitet wird, aber auch Monitoring und fortlaufende Abschätzung der erzielten Wirkungen, also was den Public Health Action Cycle ausmacht, alle Schritte davon sind wichtig und wirken zusammen. Unser langjähriges bundesweites Monitoring des Konsumverhaltens, also die Drogenaffinitätsstudie, das ist sozusagen die Datengrundlage dafür. Angemessene Zugänge zu wählen, je nach Zielgruppe. Und Social Media für die Jugendlichen ist da natürlich das wichtigste Beispiel. Da muss man immer dranbleiben, da muss man immer wieder Neues ausprobieren, weil sich das eben so schnell entwickelt. Wenn Prävention in alle Richtungen flexibel ist, in der Ansprache der Menschen flexibel, in den Themen zeitgemäß reagieren zu können, flexibel bei der Zielgruppe und auch flexibel, wo man Angebote tatsächlich stattfinden lässt, also in dem Setting, in die Kieze zu gehen. Die Gesellschaft ist permanent im Wandel und darauf, und das ist die Herausforderung auch für Prävention, muss Prävention in der Regel sehr, sehr schnell reagieren, weil also dass man rausstreut und jeder Kiez hat andere Bedarfe. Für mich, wenn die Suchtpräventionsbeauftragten vor Ort sind, so wie ihr das mit uns gemacht habt und eure Angebote vorstellt und wir tatsächlich zielgruppenspezifisch was entwickeln können oder gemeinsam überlegen können, wie können die Menschen erreicht werden, die erreicht werden sollen. Man sich orientieren kann an bestimmten Vorgaben, wie wir das zusammen mit der Fachstelle für Suchtprävention immer bewährt gemacht haben. Und das andere, von Anfang an nachhaltig zu denken. Also, dass ein Projekt auch so aufgestellt werden kann, dass es mal zu einem Programm werden kann, zum Beispiel durch Multiplikatoren-Schulungen, um es dann auch einer größeren Gruppe von Menschen, die dann es weitergeben, zugänglich zu machen. Wenn Tabuthemen wie Schmerzmittel oder Tabak und Alkohol am Spielfeldrand im Berliner Fußball thematisiert werden und wir es schaffen, Trainer nachhaltig dafür zu sensibilisieren, dass sie Vorbilder sind. Mitarbeiter gut geschult sind, Mitarbeiter fundiertes Fachwissen haben, ansprechendes Material vorhanden ist, Aktionen veränderbar sind, innovative Aktionen durchgeführt werden können und ein gutes, ausgeprägtes Netzwerk vorhanden ist. Sie den Betroffenen erreicht und nachhaltig ist. Es gibt gerade in Berlin ein ungeheuer weites Angebot, auch viele Angebote. Aber ich bemerke immer wieder bei meinen Patienten in der Apotheke, dass die wenigsten das kennen. Und da ist es für mich wichtig als niedrigschwellige Anlaufstelle, dass ich da bin und weiterleiten kann. Ich denke, dass wir für die Zukunft eben mit einigen Herausforderungen konfrontiert sind. Also wir müssen sicherlich die digitalen Angebote weiterentwickeln, uns selber fit machen, was Digitalisierung angeht. Und ich glaube auch, dass dieses Schnittstellenmanagement, also dass man immer mehr Kooperationspartner gewinnt und denen erklärt, was wir mit Suchtprävention wollen, dass das in Zukunft immer wichtiger werden wird. In der Prävention ist es auch wichtig, dass die Prävention bei den Jugendlichen ankommt. Und dazu müssen wir neue Zugangswege erschaffen, weil die Jugendlichen sind heutzutage vor allem in den sozialen Medien unterwegs. Wichtig, dass man die Botschaften dort richtig kreiert, und da müssen wir noch viel lernen.
Dass wir das vorhandene Wissen darüber nutzen, was in der Suchtprävention wirkt und was eben eher nicht, das ist natürlich ganz grundlegend für die Qualität unserer Maßnahmen. Das heißt aber eben auch, dass nicht jeder das Rad neu erfinden muss, sondern man kann auf bewährte Ansätze zurückgreifen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit wirksam sind. Und um das zu unterstützen, gibt es zum Beispiel die Expertise zur Suchtprävention der BZGA, gerade in der Aktualisierung von 2020 erschienen. Evidenz in der Suchtprävention ergibt sich eben nicht alleine aus dem wissenschaftlich generierten Wissen, sondern aus dessen Verbindung mit dem Erfahrungswissen aus der Praxis. Aus unserer Perspektive dienen uns die Kooperationen mit den Länderprojekten auch dazu, Impulse aus der Praxis aufzunehmen. Was gar nicht fehlen darf, ist, Menschen zu erreichen, die aus vielen, vielen Bereichen rausfallen, die man sonst in der klassischen Prävention nicht erreicht. Die richtige Sprache zu treffen, den richtigen Setting-Ansatz zu finden, wo die Menschen sich sowieso aufhalten, das heißt permanente Recherche. Für mich ist ganz ausschlaggebend, also dass wir den Kinderschutz wahren. Wir sind hier in einer Region, die sehr belastet ist. Und wir haben es mit Kindern zu tun, die unter schwierigen Umständen aufwachsen, die es schwer haben, dass wir diesen Faktor nicht außer Acht lassen und Eltern stärken können, ihrer Verantwortung wieder gerecht zu werden. Man muss immer auch die Chance haben, Dinge auszuprobieren und dann aber auch anzupassen. Das heißt, man kann nicht einfach ein Konzept schreiben und sagen, das ist das Konzept und das ist jetzt da und unumstößlich, sondern allen muss klar sein, man muss eine Chance haben, es zu üben, zu schauen, ob es auch wirklich so ist, wie man es sich gewünscht hat, beziehungsweise wenn andere Bedingungen kommen, es auch anpassen zu können. Stetig neue Ideen zu entwickeln, wie erreiche ich die Menschen mit den Themen, wie rücke ich die Themen in den Alltagsfokus, Durchhaltevermögen und viel Kreativität. Zeit in meiner Arbeit, Projekte zu entwickeln, Wissensstandards, auf die ich zurückgreifen kann. Ich muss das, was ich mache, evaluieren können. Ausreichend finanzielle Mittel, kurze Antragswege, technische Ausrüstung, Netzwerke mit gemeinsamen Aktionen, Affinität zu sozialen Netzwerken, das heißt keine Angst vor Facebook, Instagram und Co. und genügendes, ausreichendes, gut bezahltes Personal. Ganz wichtig finde ich, dass Lehrkräfte zunächst, wenn sie in Kontakt treten mit Schülerinnen, Vertrauen aufbauen. Das dauert seine Zeit, das ist keine Frage. Sie sollten achtsam sein, sie sollten hinsehen und ansprechen, also auch aktiv zuhören können. Und ich sage auch aus eigener Erfahrung, da sollte man in Gesprächsführung doch einigermaßen geübt sein und entsprechende Fortbildungen sollten genutzt werden, auch seitens der Schule angeboten werden. Es sollte dabei auch nicht nur auf den Suchtmittelkonsum, den Suchtmittelgebrauch fokussiert werden, sondern der Mensch sollte ganzheitlich gesehen werden, dass alle diejenigen, die mit Prävention in Schule zu tun haben, gut miteinander arbeiten können, auf Augenhöhe arbeiten können. Eine Stelle, die koordiniert und vernetzt, die Beraterinnen und Berater sich gegenseitig kennen und auch wissen, was ihre Schwerpunkte ist und Klienten eventuell auch weiterleiten. Gerade in einer Stadt wie Berlin gibt es sehr, sehr viel Bedarf in jedem Bezirk.